Hallo Freunde, Nacht und zur später Stunde hier bei einer endlich neuen Folge von unserem Xenonauts 2 Let's Play. Die Devs haben das Problem gefixt, allerdings nicht in dem regulären stabilen Patch von 1.3, sondern in dem experimentellen Beta-Patch 1.3.1. Der ist aber auch seit ungefähr anderthalb Stunden verfügbar. Ich habe mir direkt runtergeladen und getestet und siehe da, endlich klappt es wieder. Vielen lieben Dank, Devs. Na, Goldtag Interactive denkt, thank you very much for this. Also, wer nicht weiß, wie er an diesen Beta-Patch drankommt, weil er das gleiche Problem gelaufen sollte wie ich zum Beispiel, dann rechte Monsters in eurer Steam-Bibliothek auf Xenonauts 2, Eigenschaften auswählen und in dem Fenster, was dann da aufploppt, da gibt es einen Punkt, der nennt sich Betas und da habt ihr dann die Möglichkeit, Unstable-Experimental anzuklicken. Nicht Legacy, dann kommt ihr an die älteren Experimentals dran, sondern an den obersten der drei Punkte. Und wenn ihr unten ganz unten auf Legacy wieder geht, dann geht er wieder quasi zurück auf den Stable. Der lädt dann die Dateien direkt runter, sind ungefähr 900 MB, ist relativ schnell gemacht, wenn ihr eine ordentliche Leitung habt. Und dann könnt ihr auch hier wieder weiterspielen. Ja, und wir sind jetzt dabei hier, natürlich jetzt noch ein paar Bugs, die hier auftauchen könnten, weil es die Unstable-Version ist. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas Ungewöhnliches passiert. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier dabei, die Alien-Basis anzugreifen. Vor der Kampfmission, wir Auto gespeichert hatten und da die ganze Zeit getestet haben, ob es funktioniert oder nicht. So. Bauen wir uns hier mal auf. Grüppchen. Sollte da noch ein normales Rifle mit. Ein Shotgun-Tibi sollte da am besten auch mit. Und Kaspar Knutzen. Hier sind auch noch Türen. Okay. Das heißt, wir brauchen drei Gruppen. Wir haben 12 Leute, also 3×4. Eine kriegt den Panzer mit. Damit. So. Finger kreuzen, wir sind hier in einer feindlichen Basis. Also hoffnungslos zahlenmäßig unterlegen. Mit aller Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und höchstwahrscheinlich jede Menge gegnerische Feuerkraft. Aber endlich läuft es wieder. Es läuft endlich wieder. Ich bin so happy. Ja, ihr seht da hinten ein Development-Bild. So, wir können weitermachen. Hier erstmal vorsichtig, taktisch sichernd auf die Tür zu.
unangenehme Geräusche hier. Hier gibt es aber keine einzelnen Türen, ne? Hier geht es nur in die Richtung weiter. Weil der Trupp steht jetzt hier vor drei kleinen Türen. Jetzt hier. Okay. Schon mal ausgeschaltet. Da ist keine Tür, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ich glaube, du gehst hier schnell hin. Warum ist der leer? Vier Türen. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Wie gehen wir hier jetzt am geschicktesten vor? Als erstes schicken wir meinen Panzer vor. Okay. Das ist ein ganz dicker Brummer. Stoß. Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann hoffen wir das Beste, liebe Leser. Mit einem HP hat er überlebt. Dasselbe und da hinten rennt sich ja noch andere rum. Oh gut, nicht getroffen. Ja, die stoßen da eindeutig auf härteren Widerstand.
wenigstens wir hier auch noch den großen Kollegen haben. Den können wir jetzt nicht ducken, können wir nur hoffen, dass der nicht trifft oder sich hier verdrückt. Das verwinkelt diese Alien-Basis, das gefällt mir gar nicht. Gut, hier ist schon mal safe. Kann der Trupp sich jetzt hier mit anschließen. Zu dritt reinstürmen. Eingehen in Wirklichkeit. Zumindest nicht mehr als ohnehin schon. Wir haben dann noch einen offen. Ansonsten haben wir bisher ausgeschaltet 1, 2, 3. 5 Feinde ausgeschaltet. Ein Sechster ist bekannt. Kein Flop ist da drin, hätte keine Chance. Nee, das müssen wir aussetzen und Finger kreuzen, dass unser guter Kollege dann nichts abbekommt. Bubi. Oh. Schwein, der hat nur 11 Trefferpunkte abgezogen bekommen aus dem Volltreffer von der Plasmapistole. Boah, das nenne ich Glück. Jetzt mal Rache üben. Und heilen, heilen. Feuerposition gehen. Da ist ein Fahrstuhl. Oh, das Ding hat mehrere Ebenen. Bewacht den Fahrstuhl. Müssen wir uns gleich ganz genau überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Hier im Fahrstuhl ist es extremst übel. Hier haben wir eine Sackgasse. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal weiter vorrücken.
uns hier jetzt auf einrichten, zur Unterstützung zu kommen. Ach nee, da ist auch noch eine Tür. Und da ist noch eine Tür. Ah, das ist überhaupt nicht so simpel. Das ist total. Den Panzer nutzen, um den Durchgang hier abzuklären, der hier hinten ist. Dass wir hinten auch hier auf eine kleine Sackgasse direkt treffen, dass wir den Trupp runterziehen können. Glück muss man haben. Momentan haben wir ganz viel Glück. Das sieht mir aber auch hier nach einer Sackgasse aus. Prüfen wir. Hier ist noch eine. Oh, hinter denen ist auch noch eine Tür. Ich bin froh, dass da keiner rausgekommen ist. Und damit haben wir das hier auf jeden Fall safe. Der bewacht den Aufzug. Risiko. Schon wieder sichern. Der trifft ihn nicht, das ist nicht gut.
Nicht hier auf der Sackgasse. Wenn die drei Kollegen hier gleich rüberschwenken. Schauen wir uns jetzt hier links um. Eine Runde hätte er noch die Tür im Schaft, für den Fall, dass hier irgendwas durchrennt. Ansonsten hoffen wir, dass wir erstmal soweit gut aufgestellt sind. In der nächsten Runde holen wir jetzt einen Shotgun-Typ, der hier den Fahrstuhl verteidigt. Und hoffen wir, dass wir sauber bleiben. Da in der Zukunft. Dass er das jetzt überlebt. Also die Rüstung ist zumindest lebensrettend gewesen. Er hat seine blutende Wunde, aber noch viel Lebensenergie übrig. Ich hatte Schlimmeres erwartet, nachdem ich die Treffer gesehen habe. Den Kollegen zum Support. Für die Gruppe, aber hier noch bei 4 für die Gruppe. Sichern. Alles klar. Gut. Darum rücken und er kann sich jetzt hiermit anschließen. Sichert. Bin ich angegriffen, letzte Runde.
den Wackelkandidaten diese Runde. Aber wir haben bisher nur einen Fahrstuhl gefunden. Oh, ja, er schießt auf den eigenen Panzer. Gut. Haltet ihn auf. Guten Tag. Ja. Noch mehr Fahrstühle. Und 4 Fahrstühle. Nicht gut. Hier irgendwo ist noch einer. Ja, weiß ich, dass er sich nicht bewegt hat. Oh, noch einer. Hey, die haben zum Glück. Was habe ich gerade noch gesagt? Treffen den nächsten, ne? Der hat uns fast umgepustet. So, damit haben wir ihn schon mal niedergemäht. Thank you.
jetzt den glorreichen Anführer. Hier ist hier die rechte Seite. Schon mal auf. Du rennst hier zurück zu unserem Kollegen und unterstützt ihn dann zukünftig. Hört ihr, wenn er zu zweit durch diesen Fahrstuhl hochstürmt. Wäre mir schon mal sehr, sehr wichtig. Gegenzustürmen. Und ihr begebt euch hier auf Sicherungsposition. Alles, was da die Fahrschule runterkommt, direkt niedergemäht wird, sobald es sein schuppiges Alienhaupt erhebt. Dass der Raum gesaved ist. Geht's hier auch mit zu dem Wachkommando. Draußen um zwei springen wir mal rüber. Ja. Läuft. Nein. Hier hin ist besser. Durch nicht gegenseitig im Kreuzfeuer umboosten. Bewegt. Stimmen die da hinten hier noch die letzte Ecke der untersten Etage, dann haben wir das hier soweit safe. Dann können wir uns überlegen, dass wir einen kleinen 4-Mann-Trupp oder 3-Mann-Trupp hier unten haben und der Rest stürmt oben lang. Da ist die Frage, wie groß ist der zweite Teil? Schieß, Shotgun, schieß! Okay, dann haben wir den unteren Stock safe. Neun
Ja, der nur noch. Du da hier runter rennen noch. Ja, ich weiß, ich weiß. Hier schon mal eine Angriffsstellung. Stehen haben. Nächste Runde stürmen wir jetzt nach oben. Keine Gefangenen. Hier unten noch Kollegen, die wir nachladen müssen. 2 von 5 geht noch beim Sniper. 5 von 5 ist okay. Auch okay. Auch okay. Okay, und auch okay. Alles klar. Dann können wir. Lieutenant, Ihnen gebührt die Ehre des zweifelhaften ersten Schrittes. Wie Sie sehen, gar nichts. Alles klar. Tattoo. Ausschießen zu den Kollegen. Also dann, wir gehen vor. Leutnant? Nein, Hauptmann. Thank you.
down. Ja, geschafft. Mit nur einem einzigen Verlust. Herrlich, herrlich. Gute Arbeit. Ich bin stolz auf euch Männer. Und Frauen natürlich. Ein großer Tag für die Menschheit. Damit haben wir einen der beiden Alien-Stützpunkte, die wir auf der Karte hatten, ausradiert. Das ist, sehr positiv. Für den ganzen Reihe Leute natürlich auch noch die Alien Base Auszeichnung. Die Abschlüsse. Nee. 10 Missionen. 5 Abschlüsse in der Karriere. Insgesamt sehr, sehr erfolgreich und unser Gefallener ist tatsächlich zum Glück nur schwerst verwundet. Alien-Operationstisch, okay. Schreckerleiche, Sibillianerleiche, Schlitterleiche. Die deutsche Übersetzung der Namen sind ja schlimm. Anno-Fabrikation. Ah! Dann können wir unsere Rohstoffe selber bauen demnächst. Super! Nicht mehr auf Beute angewiesen sein. Die andere Basis. Und dieses UFO, was da die ganze Zeit gehangen hat, das hat den Bug ausgelöst, wenn ich das richtig verstanden habe. Da ist hier halt eine Mission verkeilt, eine Versorgungsmission für die Alien-Basis. Und dadurch, dass die verkeilt hat, alles platt. Nichts geht mehr.
Also auf jeden Fall sehr, sehr gut, da den Foreneintrag zu machen, die Safe Games hochzuladen, den Log Files hochzuladen. Es hat zwar 2 Tage gedauert, wie gesagt, bis sich die Kollegen gemeldet haben von den Devs, aber danach weitere 5 Tage bis zur Behebung, das finde ich schon ordentlich. Wenn man bedenkt, wie viele Zeilen Code so ein Programm sind und selbst wenn man Logs hat, ist das nicht unbedingt eine Erklärung, was da jetzt passiert ist. Das muss man schon sehr gründlich untersuchen und im Code nachvollziehen, was passiert, also in welchem Zustand. Ich weiß nicht, jeder, der von euch mal ein bisschen mit Programmierung sich beschäftigt hat, der weiß, wie kompliziert jetzt ein kleines Programm ist. Und wir reden hier über ein ziemlich großes Programm mit ganz, ganz vielen Abfragen, mit ganz, ganz vielen Flags, mit Logik vergleichen, mit was wäre, wenn, Case-Abfragen und so weiter und so fort. Das grafische Interpretation mal vollkommen daneben gestellt, aber allein damit diese ganzen Knöpfe hier funktionieren, sind das so viele Codezeilen, das ist schon irre. Und wenn man das mal sich bedenkt, da in diesen Heuhaufen die Nadel des Fehlers zu finden, das ist schwierig. Ich selbst programmiere ein bisschen mit VBA und weiß dadurch, Fehlersuche ist manchmal unheimlich aufwendig und dauert manchmal länger als das Schreiben des kompletten Programmes, wenn man Pech hat. Vor allem dann, wenn man keinen genauen Anhaltspunkt hat, woher kommt es. Deswegen hier an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Devs von GoTag. Wir können zumindest erstmal im Experimental Branch weiterspielen, das werden wir dann jetzt auch tun. Und wenn dann der 1.3.1 als stable released wird, dann wechseln wir wieder auf die stabile Variante zurück und dann ist alles schick. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war unterhaltsam. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr natürlich dann noch nicht verpassen wollt, wie das Xenonauts Let's Play hier weitergeht, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Das freut mich ebenfalls sehr. Ich sage bis morgen. Ciao, ciao, euer Kirst.